Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann. Ich bin Publizist. Am 8. Dezember wurde Olaf Scholz als Bundeskanzler vereidigt. Zwei Tage später, am 10. Dezember 2021, trat das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention in Kraft. Und mit Blick auf Artikel 22 dieses Gesetzes bekam ich viele Zuschriften, in denen die Menschen ihre Beunruhigung zum Ausdruck brachten. Der Artikel 22 ist überschrieben mit den drei Worten Einschränkung von Grundrechten. Im nachfolgenden Interview erläutert der Rechtswissenschaftler Professor Martin Schwab die Bedeutung im Detail. Um die Informationen vielen Menschen zugänglich zu machen, teilen Sie bitte diesen Beitrag. Lassen Sie auch gerne ein Abo hier, wenn Sie zum Beispiel zum ersten Mal hier sind, so bleiben wir auch danach noch in Verbindung. Und wenn Sie hier Informationen vermissen, dann schauen Sie bitte in der Mediathek des Club der klaren Worte.de vorbei. Dort gibt es keine beschränkenden Community-Richtlinien. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, besuchen Sie den Club der klaren Worte. Herr Professor Schwab, vor diesem Gespräch sprachen wir vor rund 6 Monaten über den akuten Zustand des Rechtswesens in der Bundesrepublik. Mhm. Sie haben damals Ihren Blick auf Anwälte und richterliche Gewalt mit uns geteilt und das Gespräch ist auch auf dieser Plattform hier zu finden. Und in diesem Gespräch erfährt man auch mehr zu Ihrem persönlichen Werdegang und Ihrer Expertise, auf meine Fragen eben auch kompetente Antworten. Vorweg nur ganz kurz für jene Menschen, die jenes Interview noch nicht kennen, einleitend ein bisschen was zu Ihrer Biografie. Sie waren von 2010 bis 2013 Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Das ist richtig. Seit 2015 haben Sie aktuell an der Universität Bielefeld den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Verfahrens- und Unternehmensrecht inne. So ist es. Herr Professor Schwab, wie werden Gesetze in Deutschland beschlossen? Ach, das ist fast schon Vorlesung, Staatsorganisationsrecht, erstes Semester. Ja, wir haben zwei Gesetzgebungsorgane, wenn ich jetzt mal Bundesgesetze in den Blick nehme. Es gibt natürlich auch Gesetze von Bundesländern, aber ich gucke mir jetzt mal die Bundesgesetze an. Ne? Gesetze, die also für die ganze Republik gelten, die werden beschlossen von Bundestag und Bundesrat. Und zwar nach einem Verfahren, das geregelt ist in den Artikel 76 und 77 des Grundgesetzes. Gesetzgebungsvorschläge können eben vom Bundestag, vom Bundesrat, von der Bundesregierung, vom Bundesrat oder aus der Mitte des Bundestages gemacht werden. Und dann Gesetzgebungsvorschläge der Bundesregierung müssen erstmal nochmal dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet werden. Und dann geht es irgendwann in den Bundestag, dann werden die Gesetze beraten und beschlossen. Und dann, wie es dann weitergeht, das hängt davon ab, ob wir es zu tun haben mit einem Einspruchsgesetz oder einem Zustimmungsgesetz. Es gibt also Gesetze, die bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Das steht dann auch im Grundgesetz drin, wann das der Fall ist. Mhm. Ne, wenn der Bundesrat sagt, nö, dann wird das Ding eben nicht gesetzt. Und häufig versucht man dann eben eine Einigung zu finden im sogenannten Vermittlungsausschuss. Und wenn wir vom Bundesrat nur einen Einspruch bekommen, dann wird sich der Bundestag nochmal damit beschäftigen und wird sagen, nö, aber wir wollen aber trotzdem, dass das Gesetz wird. Damit der Einspruch, der hält das Gesetzgebungsvorhaben nur auf. Die Zustimmungsgesetze, da kann der Bundesrat auch ganze Gesetzgebungsvorhaben komplett blockieren. Wie wird denn der Bürger in unserem Land über beschlossene Gesetze in der Regel informiert? Wie wird der Bürger informiert? Gesetze werden vom Bundespräsidenten ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Ja, so einfach ist das. Ich muss also nur ins Bundesgesetzblatt gucken. Das Bundesamt für Justiz, also ein Teil des Bundesjustizministeriums, gibt mir auch noch den Service, das nennt sich dann Gesetze im Internet. Ja? Und man kann den gesamten Bestand der Vorschriften des Bundesrechts, also
natürlich das Grundgesetz, aber auch sämtliche Gesetze des Bundes, sämtliche Verordnungen des Bundes, die kann man sich dort auf einer entsprechenden Homepage angucken. Und häufig, wenn man nach bestimmten Gesetzen sucht, dann werfen die Suchmaschinen eigentlich meistens das als allerersten Treffer aus. Mhm. Das heißt also, man kann sich auch im Internet dann darüber informieren, aber die authentifizierte Quelle ist jene, die das Gesetz, das Grundgesetz dafür vorsieht, nämlich das Bundesgesetzblatt. So, und das Bundesgesetzblatt liegt Ihnen und mir jetzt gerade vor, im Jahrgang 2021, Teil 1, Nummer 83, ausgegeben zu Bonn am 11. Dezember 2021. So ist es. Und da wurde ein Gesetzestext veröffentlicht mit dem Titel Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Ja. Und dieses Gesetz umfasst 23 Artikel. Der vorletzte Artikel ist der Artikel 22. Ja. Und ich zitiere diesen Artikel jetzt mal. Er lautet: Einschränkung von Grundrechten. Durch Artikel 1 Nummer 3 wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit und durch Artikel 1 Nummer 6 werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, der Versammlungsfreiheit, der Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt. Erste Frage: Was sind Grundrechte? Grundrechte, die sind geregelt im ersten Teil des Grundgesetzes. Das sind Rechte, die wir als Bürger gegen den Staat haben. Ja, in Artikel 1 geht es erstmal los mit der Menschenwürde und dann sagt Artikel 1 Absatz 3, die nachfolgenden Grundrechte binden die Staatsgewalt als unmittelbar geltendes Recht. Ja, und dann sind in Artikel 2 bis Artikel 19 einige Grundrechtspositionen aufgeführt und dann gibt es noch ein paar Justizgrundrechte, die sind in Artikel 101 bis 104 geregelt. Das sind in allererster Linie Abwehrrechte. Ne? Der Staat darf in meinen Freiheitsbereich jedenfalls grundsätzlich nicht übergreifen, wenn er es trotzdem tut, wenn er mir was da bieten, mich was zu was zwingen will, dann braucht er dafür eine gesetzliche Grundlage. Ja? Und das gibt allerdings auch Leistungsrechte, ja, zum Beispiel Artikel 12 Berufsfreiheit, Vorstufe zur Berufswahl ist die Wahl des Studienfachs und wenn ich Medizin studieren will, ja, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt in mehreren Numerus Clausus Urteilen schon vor Jahrzehnten festgehalten, dann habe ich einen Anspruch darauf, nach Maßgabe der vorhandenen Kapazitäten daran teilzuhaben, an diesem Studienangebot. Ich sage auch meinen Studenten immer, ihr habt einen Anspruch darauf, die Vorlesungen besuchen zu dürfen, einen Anspruch darauf, die Prüfungen ablegen zu dürfen. Das ist Teil des Ausbildungsgrundrechts aus Artikel 12 als Vorstufe der Berufsfreiheit und es gibt natürlich auch Gleichheitsrechte. Ja? Grundgesetz Artikel 3 Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Heißt unter anderem, wenn da 10 Schwarzbauten irgendwo im Teutoburger Wald stehen, da haben sich irgendwelche Leute wochenlang Häuschen reingebaut, dann darf die Behörde nicht einfach sagen, wir greifen uns einen raus und sagen, du reißt die Hütte wieder ab, sondern da müssen sie sich schon alle greifen, sondern alles andere wäre keine sachgerechte Ermessensausübung der Behörde, weil hier der Gleichheitsgrundsatz verletzt wäre. Also Grundrechte heißt, ich kann mich gegenüber dem Staat darauf berufen, dass ich bestimmte Freiheiten habe, und er deswegen von mir die Finger wegzulassen hat. Diese Grundrechte haben allerdings Schranken, nämlich entweder sind sie schon im Gesetz eingenäht, ja, etwa im Grundrechtsgesetz Artikel 2 Absatz 1. Ja, jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit nicht Rechte Dritter, die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz dagegen stehen. Das heißt also, da steht schon drin, ja, es darf jeder machen, was er will, ja, aber das hat auch irgendwo seine Grenzen. Freiheit ist immer auch die Freiheit der anderen. Ne? Mhm. Oder es gibt einfache Schranken, da steht nämlich ausdrücklich drin, Artikel 2 Absatz 2 ist ein Beispiel, da steht in Absatz 2 Satz 1, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und jetzt Satz 2, in dieses Gesetz darf nur durch Gesetz oder auf Grundlage eines Gesetzes eingegriffen werden. Ja? Das sagen wir Absatz
das ist Absatz 2, Satz 3, Entschuldigung, Absatz 2, Satz 2 sagt dann, die Freiheit der Person ist unverletzlich, und Absatz 2, Satz 3 sagt, in diese Rechte darf nur durch Gesetz und aufgrund oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das heißt, wenn der Gesetzgeber hier sagt, meine körperliche Unversehrtheit wird eingeschränkt, etwa indem ich im Strafverfahren seine Alkoholkontrolle, Blutprobe zu dulden habe, ja, oder sowas, ne, dann muss es ein Gesetz geben, das es anordnet, warum ich das jetzt hinzunehmen habe. Dieses Gesetz, das finden wir auch nämlich in der Strafprozessordnung. Als ich studiert habe, war es der Paragraph 81a StPO, glaube ich, wo das heute steht, weiß ich nicht. Jedenfalls, es gibt ein Gesetz, aber wenn es das Gesetz nicht gäbe, dürfte ich Alkoholsündern am Steuern keine Blutprobe entnehmen, weil das Grundgesetz sagt, wenn es kein Gesetz gibt, das die körperliche Unversehrtheit einschränkt, dann habe ich vom Körper des Menschen gefälligst als Staat die Finger zu lassen. Ja, das ist eine einfache Schranke. Ja, da steht drin, ich habe ein Grundrecht, aber der Gesetzgeber darf es einschränken. Und die dritte Schranke ist die verfassungsunmittelbare Schranke, wenn Freiheit, Rechte miteinander in Konflikt geraten, dann müssen sie halt irgendwie so aufgelöst werden, dass alle Freiheitspositionen irgendwie zum Zuge kommen. Das ist dann, wenn Grundrechte aufeinandertreffen, die ihrerseits keinen ausdrücklichen Schranken unterliegen. Das ist etwa die Gewissensfreiheit oder die Forschungs- oder Kunstfreiheit. Ne? Wir nehmen jetzt mal mit, es gibt Grundrechte und die können durchaus eingeschränkt werden. Die können durchaus eingeschränkt werden, ja. Jetzt sprechen wir über das vorhin beschriebene Gesetz und den Artikel 22, der überschrieben ist mit Einschränkungen von Grundrechten. Und ja, wir haben kurz darüber gesprochen, welche Einschränkungen das sind. Jetzt eine wichtige Frage, nachdem wir gelernt haben, was sind Grundrechte? Grundsätzlich können sie auch eingeschränkt werden. Ist dieses Gesetz, über das wir hier sprechen, auch tatsächlich so beschlossen worden? Ich wüsste jetzt nicht, was mich an dieser Annahme hindern sollte. Also es ist so, das, was im Bundesgesetzblatt steht, ist das, was der Bundespräsident ausfertigt und verkündigt. Und ich kann mir schlicht und einfach nicht vorstellen, dass der Bundespräsident ein Gesetz ausfertigt und beschließt, das nicht von den Gesetzgebungsgremien Bundestag und Bundesrat autorisiert ist. Ja, man kann jetzt überlegen, ob dieses Gesetz, so wie es beschlossen ist, teilweise Einspruchsgesetz und teilweise Zustimmungsgesetz gewesen wäre und deswegen nicht einfach im Paket hätte durchgewunken werden dürfen. Ja? Ja, dann wäre das ein Fehler im Gesetzgebungsverfahren, der zur Verfassungswidrigkeit führen kann. Aber das heißt nicht, dass dieses Gesetz nicht beschlossen worden ist. Es ist unterschrieben mit Berlin den 10. Dezember 2021, der Bundespräsident Steinmeier, der Bundeskanzler Olaf Scholz und der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und so steht es im Bundesgesetzblatt. Und deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass es auch tatsächlich so eine Rechtsgültigkeit hat. Dass das Gesetz beschlossen worden ist, das Gesetz ist in der Welt. Ja, also, dass sich da jemand ausgedacht hat, jetzt holen wir mal ein ganz anderes Gesetz aus der Schublade und ignorieren mal, was da in Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar. In Zeiten wie diesen, aufgeregten Zeiten, hitzigen Zeiten, gibt es Menschen, die schauen dann auf so einen Artikel 22, der überschrieben ist mit Einschränkungen von Grundrechten. Und wenn diese Menschen juristisch keine Expertise haben, dann kann es durchaus vorkommen, dass ihnen das Herz schneller rast und der Blutdruck steigt. Und deswegen sprechen wir jetzt über diesen Artikel 22 und die Einschränkung von Grundrechten. Können Sie diesen Artikel 22 des Gesetzes, das zwei Tage nach der Vereidigung des neuen Bundeskanzlers beschlossen wurde, können Sie uns diesen Artikel 22 einordnen? Welche Bedeutung haben die im Artikel 22 beschlossenen Einschränkungen? Da gucken wir erstmal im Grundgesetz Artikel 19 Absatz 1 Satz 2. Ja, soweit auf der Grundlage des Grundgesetzes, also nach den Vorschriften, die da in den Artikel 2 bis 18 stehen, die Grundrechte eingeschränkt werden können aufgrund eines Gesetzes. Also immer dann, wenn wir es mit einer sogenannten einfachen Schranke zu tun haben, dann muss das Gesetz, das diese Grundrechte einschränkt oder deren Einschränkung ermöglicht, dieses Grundrecht zitieren. Ja? Wenn da also in Artikel 22
drin steht, dass durch bestimmte Vorschriften dieses beschlossenen Gesetzes Grundrechte eingeschränkt werden, heißt es nicht, dass diese Grundrechte nicht mehr gelten. Ja, das ist der allerwichtigste Ansatz, den ich hier zu bieten habe. Das heißt nicht, dass die Grundrechte nicht mehr gelten, sondern wenn das nicht drin stünde, wäre das Gesetz schon aus formellen Gründen verfassungswidrig. Der Gesetzgeber soll sich bewusst machen, dass er mit dem, was er da beschlossen hat, in bestimmte Grundrechte eingreift. Ne? So. Und alles andere ist dann eine Frage, wenn dann geht das los, was man dann bei uns im zweiten Semester lernt, dass ich erstmal gucke, naja, berührt dieses Gesetz oder die Maßnahme aufgrund dieses Gesetzes tatsächlich den Schutzbereich des Grundrechts. Dann gucken wir erstmal, was ist denn körperliche Unversehrtheit, was ist denn eigentlich im Sinne des Grundgesetzes ein Beruf, was ist denn im Sinne des Grundgesetzes Eigentum und so weiter und so fort. Dann müssen wir überlegen, haben wir eine Schranke, und dann müssen wir dann schauen, verfolgt dieses Gesetz einen legitimen Zweck und ist es dafür geeignet, erforderlich und im Verhältnis zu der Tiefe des Grundrechtseingriffs verhältnismäßig. Also das heißt, ich habe selbstverständlich, kann ich mich jetzt immer noch auf meine Grundrechte berufen. Ich muss halt nur, wenn ich jetzt die Verfassungswidrigkeit darlegen will, dann deutlich machen, Leute, das ist schon kein legitimer Zweck oder jedenfalls ist es dafür nicht geeignet. Die Diskussion hat es ja bei den Ausgangssperren im Lockdown gegeben. Welche infektionstreibende Gefahr geht in um Himmels Willen von einem Menschen aus, der nachts alleine spazieren geht? Bayerischer Verwaltungsgerichtshof vom 4. Oktober 2021 sagte, gar keine. Und deswegen waren diese Ausgangsbeschränkungen im ersten Lockdown verfassungswidrig. Sie wissen, dass das Bundesverfassungsgericht mit diesen Ausgangsbeschränkungen überhaupt keine Probleme hatte. Und ich war darüber einigermaßen entsetzt. Aber jedenfalls, weil man sagen kann, jemand, der sich alleine an der frischen Luft bewegt, gefährdet niemanden. Und weil er niemanden gefährdet, ist diese Ausgangssperre nicht einmal geeignet, eine Pandemie einzudämmen. So, das wäre zum Beispiel, dann kann man sagen, da ist zwar die Freiheit der Person, in die Freiheit der Person eingegriffen worden, wenn man mich zwingt, zu Hause zu bleiben, aber dieses, mein Grundrecht auf Freiheit der Person, Grundgesetz Artikel 2, Absatz 2, Satz 2, das darf hier nicht angetastet werden, denn das, was der Gesetzgeber bewirken will, das kann er mit dieser Maßnahme überhaupt nicht erreichen. Ja? Das heißt also, ich kann mich immer noch auf meine Grundrechte berufen, das ist das Allerwichtigste. Und ich weise noch darauf hin, dass wir diese Grundrechtseinschränkung, diesen Hinweis darauf, dass Grundrechte eingeschränkt werden, nicht etwa nur in Artikel 22 haben. Das ist ganz komisch handwerklich gemacht. Der betrifft Artikel 1 Nummer 3 dieses Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention. Das betrifft den Paragraphen 20 Infektionsschutzgesetz, nämlich die Masernimpfung. Da weiß also der Gesetzgeber ganz genau, er schränkt das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ein. Und der Artikel 1 Nummer 6 dieses Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention, da haben die nochmal an den Maßnahmenkatalogen 28a Infektionsschutzgesetz rumgeschraubt, was die Behörden alles dürfen, wenn es eine pandemische Lage gibt und was die Behörden alles dürfen, wenn es die pandemische Lage nicht mehr gibt. Aber man trotzdem irgendwie noch dieses Virus an seiner Ausbreitung hindern möchte. So, ja. Es gibt aber der große Stein des Anstoßes neben diesem Gesetz zur Stärkung der Impfprävention war doch die Impfpflicht für Gesundheitsberufe. 20a Infektionsschutzgesetz, der wurde eingefügt durch Artikel 1 Nummer 4 dieses Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention. Und da, der ist da nicht in diesem Artikel 22 aufgeführt, sondern da hat man es dann direkt in den 20a Absatz 7 eingenäht, dass auch durch dieses Gesetz das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt werden darf. Und ich finde das deswegen bemerkenswert, weil es deutlich macht, dass der Gesetzgeber sich eines Befundes bewusst ist. Wenn ich vor die Wahl gestellt werde, entweder ich lasse mich impfen oder ich fliege aus meinem Job raus, kann ich nicht mehr wirksam in die Impfung einwilligen, ist deswegen diese Impfung ein Eingriff in meine körperliche Unversehrtheit. Und deswegen hat der Gesetzgeber für erforderlich erachtet, diesen Artikel, diesen Paragraphen 20a Absatz 7 da reinzumachen. Das heißt aber auch nicht,
dass ich dieses Grundrecht nicht mehr habe, sondern dass ich immer noch die Möglichkeit habe, vorzutragen. Leute, dieses Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit mag eingeschränkt werden. Das wäre ja noch in Ordnung, wenn es bloß ein Pieksen in den Arm wäre. Das ist aber, das kann ich mit Aussicht auf Erfolg vortragen, nicht mehr in Ordnung, wenn ich das Risiko einer halbseitigen Gesichtslähmung habe, einer Myokarditis, einer Perikarditis, einer Sinusvenen, Hirnvenen, sonst was, Thrombose, einer Lungenembolie, also solche Sachen, die wirklich lebensgefährlich werden können. Das darf ich dann immer noch vortragen. Das heißt, wenn das Grundrecht eingeschränkt wird, heißt es nicht, dass es nicht mehr gilt, sondern dass ich jetzt, wenn ich mich gegen dieses Gesetz wehren möchte, eben vortrage, gemessen an dem, was hier dieses Gesetz bewirken will, ist das Opfer, das mir hier abverlangt wird, unverhältnismäßig. Ich bin sogar, gehe sogar so weit, dass ich sagen kann, also wenn ich jetzt befürchten muss, das Risiko eines Schlaganfalls auf mich zu nehmen, den ich vielleicht noch irgendwie überlebe, der mich aber nun dauerhaft in mein Nervensystem einschränkt. Ich kann dann irgendwie nicht mehr richtig laufen oder ich habe möglicherweise nur noch Gemüse im Gehirn. Das wäre von der Eingriffstiefe so schlimm, das ist nicht einmal dann verhältnismäßig, wenn das Virus tatsächlich die Gefährlichkeit aufweist, die ihm in der Politik und in der Medienberichterstattung beigegeben wird, wenn man sagen muss, ein solches persönliches Opfer, ja, nämlich eine, dass ich mehr oder weniger mich dauerhaft eigentlich kaum mehr frei in der Gesellschaft bewegen kann, weil die körperlichen Voraussetzungen dafür schon gar nicht gegeben sind, das wäre absolut unverhältnismäßig. Das wäre durch gar nichts zu rechtfertigen. Und interessant, nicht eingeschränkt hat der Gesetzgeber das Grundrecht auf Leben, das ja ebenfalls im Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 steht. Und das darf er auch gar nicht einschränken, weil das Bundesverfassungsgericht schon 2006 im Luftsicherheitsgesetzurteil entschieden hat, Leben darf man nicht für Leben opfern. Der Staat darf nicht Leben opfern, um Leben zu retten. Ja? Und wenn ich jetzt beim Paul-Ehrlich-Institut lese, dass es da durchaus Fälle gibt, in denen Zusammenhang von Todesfällen mit der Impfung möglich oder wahrscheinlich ist, heißt es, wenn der Staat eine Impfpflicht anordnet, dann opfert er Leben, um Leben zu retten. Genau das, was ihm nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2006 verboten ist. Also jetzt bin ich noch ein bisschen weiter ausgeschwenkt. Ja. Das Grundrecht auf Leben ist nicht eingeschränkt und von deswegen kann man nicht mit einer Impfpflicht um die Ecke kommen. Aber Grundrechtseinschränkungen, so wie sie im Gesetz formuliert sind, heißt nicht, dass die Grundrechte nicht mehr gelten. Das ist ein ganz entscheidender Satz und ich denke, dass Juristen ihren Ausführungen sehr einfach, sehr schnell haben folgen können. Es gibt 167.000 zugelassene Anwälte, die werden vieles von dem, was Sie eben gerade gesagt haben, verstehen, aber der Rest der Bevölkerung ist juristisch eben nicht vorgebildet und vor allen Dingen sind für ihn die Vokabeln, die Sie benutzen, die verdrehen ihm natürlich relativ schnell den Kopf. Und insofern ist es ganz gut, wenn Sie sehr klar diesen Artikel 22, der viele Menschen besorgt, die davon Kenntnis bekommen haben, wenn Sie den einfach nochmal filetieren, was Sie ja eben gerade auch getan haben. Und da haben Sie reduziere es mal auf Trinkstärke. Genau. Ich reduziere es mal auf Trinkstärke. Wenn im Gesetz drin steht, egal ob in Artikel 22 des Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention oder in Artikel 20a Absatz 7 Infektionsschutzgesetz, wenn da sowas drin steht, ja, heißt es nicht, dass sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die absolute Knechtschaft getrieben werden, dass ab sofort das Gesundheitsamt, die Polizei, die Regierung mit ihnen machen kann, was sie will. Das heißt es nicht. Ja, die Gesetzgebung kann sich nicht selber zur Willkürherrschaft ermächtigen. Ja, sie kann auch die Exekutive nicht zur Willkürherrschaft ermächtigen. Sie haben die Grundrechte immer noch. Ja, sie müssen sie möglicherweise bis einen gewissen Grade opfern, weil andere Grundrechte weil die Grundrechte anderer Menschen als wesentlicher erachtet werden oder als stärker berührt erachtet werden. Ja? Also ich nehme mal das Beispiel der Blutprobe von einem Alkoholsünder am Steuer. Ja? Der muss einen relativ geringfügigen Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit dulden. Warum?
Ja, der ist nun mal erwischt worden. Den hat man ja vorher mal ins Röhrchen blasen lassen. Da ist aufgefallen, da könnte ein bisschen zu viel Alkohol sein. Und dann wird man eben auch eine Blutprobe anordnen. Der muss einen relativ geringfügigen Eingriff dulden. Warum? Weil das, was er macht, andere in ganz erheblichem Maße gefährdet. Ja. So. Eben von jener körperlichen Unversehrtheit, weil die Hörerinnen und Hörer haben den Artikel ja jetzt nicht gerade unbedingt vor sich liegen. Von jener Einschränkung der körperlichen Unversehrtheit ist auch in besagtem Artikel 22 dieses Gesetzes genau. Die Rede. Genau. Ja. Der Alkoholsünder am Steuer muss die Blutprobe dulden, weil das, was er gemacht hat, für die Sicherheit des Straßenverkehrs, für ganz, ganz viele Menschen, denen er mit seinem Auto begegnet ist, hochgradig gefährlich ist, weil wir befürchten müssen, wenn der einmal besoffen Auto fährt, macht das vielleicht auch nochmal. Hm? Insofern ist die Einschränkung der körperlichen Unversehrtheit in Anführungsstrichen nichts Besonderes. Ist nichts Besonderes, ja. Und sie wäre beim Alkoholsünder auch absolut ganz klar verhältnismäßig. Ja, das ist, ja. Aber von solchen Dingen reden wir, oder? In diesem Artikel 22 ist der letzte Satz lautet, und der Unverletzlichkeit der Wohnung. Auch diese sei eingeschränkt. Und jetzt könnte ja der unbedarfte Bürger sagen, okay, das heißt, wenn heute Nachmittag jemand an der Haustür klingelt und sagt, guten Tag, ich komme von der Exekutive, lassen Sie mich mal rein, ich drehe mal kurz Ihre Küche um. Das ist damit nicht gemeint, sondern wenn da drin steht, das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung, Grundgesetz Artikel 13, wird eingeschränkt, heißt es nur, soweit dieses Gesetz hier es erlaubt, dass jemand bei mir in der Wohnung klingelt und sagt, ich komme mal rein und gucke mir mal Ihre Küche an. Ne? Dann wäre das Grundrecht entsprechend eingeschränkt und auch dann könnten Sie sagen, aber Sie müssen mir schon die Gelegenheit geben, die Küche vorher aufzuräumen, bevor Sie und so weiter und so fort. Ich hatte immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich berufe mich auf dieses Grundrecht, weil der Grund, warum Sie hier sind, der ist für mich nicht ersichtlich. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung wird eingeschränkt, heißt nicht, da klingelt jetzt jemand und ich muss die Polizei aus jedem, ohne jeden Anlass in meine Wohnung lassen und die suchen mal nach irgendwas, was in ihr irgendwie gefährlich werden können. Das heißt es ausdrücklich nicht, sondern nur wenn jetzt in diesem Gesetz, ne, da ist ja in Artikel 22 auf Artikel 1 Ziffer 6 Infektionsschutzgesetz, des Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention verwiesen worden. Das ist eine Änderung von Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz. Wenn da jetzt irgendwas drinsteht, dass die Behörde zu dem und dem Zweck meine Wohnung betreten darf, ja, dann heißt es, dass ich das zu dulden habe, aber auch nur, wenn die Behörde tatsächlich mit dem Ziel antritt, hier irgendetwas zu machen, was dem Infektionsschutz dient und wenn das geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. Dass sich jetzt aus dem Stand jetzt irgendwo aus dem Nichts jemand klingelt und sagt, so guten Tag, hier bin ich und ich will mal in Ihre Wohnung rein, nein, ist nicht. Das heißt es ausdrücklich nicht. Die Unverletzlichkeit der Wohnung bleibt als Grundrecht bestehen. Wenn das heißt, Grundrechte darf ich einschränken, heißt es nicht, dass ich Grundrechte abschaffen darf. Es ist damit vielleicht deutlicher geworden. Professor Schwab, damit ist es sehr deutlich geworden. Und das Wunderbare eines solchen Formates ist ja auch, das vergessen leider auch viele Menschen, man kann ja auch zurückspulen und kann ihre Herleitung, kann man sich einmal, zweimal, dreimal oder viermal anhören. Und insofern sind eigentlich alle wesentlichen Fragen zu diesem Komplex beantwortet. Und ich danke Ihnen für Ihre Ausführung und die Einordnung des besagten Artikels 22 im Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19. Okay. Danke für das Gespräch. Ja, ich wünsche allen, die das hören, ein schönes neues 2022. Mal gucken, was das bringt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und solange diese stattfindet, können wir Sie unabhängig und überparteilich hier informieren. Und das Informiertsein ist wichtig. Machen Sie es am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Da analog zu den Jahreszeiten es auch 4 Informationszeiten gibt, nochmal darauf hingewiesen, rechtzeitig, spät, zu spät und viel zu spät. Bis zum nächsten Mal.